Löwenherzen heißt das neue Charity-Projekt, das benachteiligten und sozial tätigen Organisationen zugutekommen soll. Dabei wird denjenigen ein Stadion besucht ermöglicht, die es sich ansonsten nicht leisten können. Für die Löwen Frankfurt eine Herzensangelegenheit. Ja, Löwen Frankfurt ist mehr als nur Sport. Das haben wir uns damals auf die Fahne geschrieben und wir freuen uns, dass ein weiteres soziales Projekt in unser Portfolio dazukommt, wo wir auch unsere Markenstärke dazu nutzen können, soziales Engagement zu unterstützen und natürlich unseren Partnern die Möglichkeit geben, über das Thema Löwen Frankfurt auch was zurückzugeben und einen emotionalen Event an eine Zielgruppe, wo wir alle denken, dass sie es unbedingt verdient haben, weil sie entweder ein schweres Schicksal erleiden oder Dienst am Menschen tun, zu uns in die Eissporthalle einzuladen und einfach einen schönen Abend zu verleben. Uns ist es eine große Sache, wo wir unseren Teil dazu beitragen können und auch ein wichtiges Zeichen setzen können. Sportlich gesehen lief es zuletzt nicht ganz so rund. Doch mit dem 15-0-Kantersieg in Rosenheim kehren unsere Jungs in die Erfolgsspur zurück und wollen am Wochenende da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Ja, wie gesagt, wir haben uns Freitag viel, viel mehr vorgenommen, weil das war halt ein Derby, was für viele Leute in Frankfurt sehr wichtig ist und für uns als Mannschaft auch. Leider hat es nicht geklappt und umso glücklicher sind wir, dass wir Sonntag dann in Rosenheim mit 15-0 gewonnen haben. Ja, wir müssen aufbauen, das, was wir jetzt gemacht haben am Sonntag und wir werden gut arbeiten die Woche, werden gut trainieren und zuversichtlich in das Wochenende gehen. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.